Hey Leute, wir backen heute eine leckere Schoko-KitKat-Torte mit Früchten. Die Zutaten habe ich diesmal in drei Teile aufgeteilt. Einmal für den Teig, für die Mascarpone-Creme und außerdem, was man dazu haben muss für die Dekoration. Wir beginnen damit, die zwei Eier aufzuschlagen und in eine Rührschüssel zu geben. Anschließend verrühren wir sie mit dem Zucker, bis eine cremig-luftige Masse entsteht. Jetzt geben wir das Mehl, das Backpulver und den Kakao hinzu und verrühren das Ganze nochmal. Der Teig kommt jetzt in eine Springform und wird anschließend bei 175 Grad 30 Minuten lang gebacken. Für die Creme verrühren wir Mascarpone, Kakao und den Puderzucker. Wenn der Teig abgekühlt ist, werden wir ihn waagerecht einmal durchschneiden. Auf dem Boden verteilen wir jetzt die Mascarpone-Creme. Wer es mag, kann darauf auch schon einige Früchte platzieren. Anschließend setzen wir den Deckel oben drauf und verteilen die restliche Creme am Rand und auf dem Tortendeckel. Zur Dekoration halbieren wir die KitKat-Riegel und befestigen sie an der Torte. Die Torte jetzt mit einem Dekorationsband fixieren, damit sie zusammenhält, und anschließend sie für ein paar Stunden in den Kühlschrank stellen. Kurz vor dem Verzehr die Torte noch mit gewünschten Früchten verzieren und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Kochnook.